motif pour nous nous rassembler. Nous tous nous avons trouvé qui moyen nous pour commencer. Il y en a qui péanisaient, mais il y en a beaucoup qui pleuraient. Mais moi, moi, je m'imagine si ça va pour détruire nos beautés. Vous avez dit, nous tous nous nous rassembler. Einmal. Ich wünsche dir alles, alles Gute nachträglich zu deinem Geburtstag. Ja. Ich hoffe, du hattest auch einen schönen Tag. Es ist ja mittlerweile schon ein paar Tage. Ist, ist ja schon wieder Jahre her. Ja, wird schon wieder Zeit für die nächsten Geschenke. Ne? Ja, Geschenke. Oh, ich habe schon ein Geschenk gekriegt. Ich habe so einen neuen Kopfhörer gekriegt. So ein In-Ohr-Dings. So ein In-Ohr-Dings? So wie die Mama. Ach was. Ja. Und Lille, gibt's noch mehr Geschenke? Wir haben auch was für dich besorgt. Leider gab es kein Geschenk. Für Michael. Alles Liebe. Eingepackt in ein sauberes Geschirr. Das ist ein Wink mit dem Zaunfall. Oh, lass mich, lass mich. Das ist dein Geschirrspüler für den Kindheit. Ich hab keine Idee. Ich hatte bei Mama auch keine Idee. Warte, warte. Ferrero ist. Schütteln. Er hört sich an wie Schokolade. So hört sich Schokolade an. Ah! Yo! Guck mal hier. Der Tuna-Killer. Ah. Wir haben uns extra beraten lassen, was das Beste ist. Boah, so viele gleich? Super. Und der soll perfekt sein für Mahi. Mhm. Der soll Tuna und eigentlich alles fangen. Rockcast. Und der ist... Ich für an Bord fischen, das, weil das so ein Gewicht dran ist, ist es besser, wenn du hier an Bord, damit der schön runtergehen kann. So, das ist ja dann ein Pilger. Genau, so ein Fjordfischer. Ah, super. Dingo, Metal. Dann kann es ja jetzt zum Big Game Fishing gehen. Ja? Big Game. Dankeschön. Ja, bitteschön. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. Ah, das ist schön. Wie noch mehr? Ja, weißt du, mehr Gepäck wäre doof gewesen. Der Kopfhörer, ich den konntest du ja klein machen. Ich hab doch von dir schon Kopfhörer und ein Buch gekriegt. Was ist denn das für ein... Wie soll ich denn das... Ja, überleg dir was. Potenzpillen. Ein Stückchen weiter kannst du es lesen. Pfefferspezialität wurde im Eichenfass in Single Malt Whisky eingelegt, wodurch sein intensiver Whisky-Duft entstand. Whisky-Pfeffer. Alter, jetzt brauchen wir auch richtigen Whisky. Warum? Wollt ihr das zusammen? Das macht man ja in den Whisky. Ach so, ja, dann das wird mach man mal. Nicht zum Kochen benutzen. Hast doch mal welchen. Black das, and das White. Kommt in, und hier auch noch da drin was? Oh, so viele Geschenke. Ah, damit ich endlich mal unter Wasser bleibe. Weil ich so fett bin und immer oben schwimme. Ah, aber das ist geil. Das, sowas habe ich gesucht. Ich weiß. Hast du auch das Blei? Das hast du doch. Das haben wir doch hier an Bord. Was soll das? Das kann man einfach da reinmachen. Der Hammer. Mensch. Muss dir ja nicht alles erzählen. Dankeschön. Oh, dabei habe ich schon so viele Danke gesagt. Ist das schön, Geburtstag zu haben. Gehabt zu haben. Leider läuft unser Außenbordmotor seit gestern nicht mehr. Er ist noch mal kurz angesprungen, aber dann nicht mehr. Ich habe die Zündkerzen schon gewechselt, hat aber nichts geholfen. Und zusätzlich tritt hier unten am Auspuff schwarze, leicht ölige Flüssigkeit aus. Also wenn jemand weiß, was diese schwarze, ölige Flüssigkeit ist, bitte in den Kommentaren mir einen Tipp geben. Vergaser habe ich auseinandergebaut. Die Schwimmernadel sieht super aus, wie nagelneu. Schwimmer sieht auch super aus. Da drin ist ein bisschen Dreck. Also das ist aber nicht ausschlaggebend. So, alles wieder eingebaut und? Er läuft! Kommt Wasser! Kommt Wasser? Ah, super! Also, ein negatives Erlebnis hier oben in Loreto. Wir sind mit dem Dinghy angelegt
Und jetzt wollen die 228 Pesos von uns haben, weil das Dingi da liegt und weil wir vier hier an Land gehen wollen. So. Und das geht ja gar nicht. Also das... Mal gucken, was jetzt daraus wird. Die Lilith hat leider angefangen, mit Spanisch zu diskutieren und wird jetzt nicht fertig. Also der Hafenkapitän ist noch gekommen. Ich habe das Dingi weggebracht an den Strand und die haben noch ein bisschen diskutiert, verhandelt. Und dann durften wir umsonst jetzt die Stadt betreten. Umsonst die Marina verlassen. Achso, umsonst die Marina verlassen. Also das war schon ein heißes Ding. Unverschämtheit. Ja. So, und jetzt sind wir auf dem Weg, suchen eine Gasstation. Jawohl. Und hier in Loreto bläst es heute mit 20 Knoten und jetzt wird erstmal der Anker hochgeholt. Ach, ich setze mich mal hier hin. Ich habe ja den bequemen Job. So, wir bauen eine Vorpumpe für den Wassermacher ein. Die ist ein bisschen mit Bastelei verbunden, weil wir wieder keine Anschlüsse für die Pumpe gekriegt haben hier. Und der, die sie aus Deutschland mitgebracht hat, der hat vergessen, sie mitzubringen. Und nebenbei wird hier Orangenkuchen. Nein, Zitrone, Kokos. Habt ihr gehört? Zitrone, Kokoskuchen gebacken. Da haben wir die Stelle schon. Nur die Vorpumpe ist eingebaut. Das Wasser läuft. Nur ein bisschen laut ist es. Also ich werde jetzt nochmal bei Katadyn anfragen, ob sie mir eine spezielle Pumpe dafür empfehlen können. Heute ist hier richtig was los in der Pantry. Bis auf den Kameramann sind hier alle beschäftigt. Na, der war vorher ja auch beschäftigt. Heute gibt es nämlich Pommes Fritz mit Currywurst. Fritz ist Pommes. Hier frittiert vom Frittiermeister persönlich. Da. Ne? Ah. Und ausgepackt von der Auspackerin. Pack mal aus. Geht richtig zur Sache. Loreto liegt hinter uns. Herrlicher Blick von hier oben. Schöne geschützte Bucht. Da kann es ruhig mal ein bisschen windig sein und Wellen kommen. Hört ihr das? Es ist eine Ruhe. Das ist fantastisch.
herrlich hier. Wasser könnte ein bisschen wärmer sein. Es hat nur 23 Grad. Segeln mit Schmetterling zur Isla Danzante. Ist da diese kleine Insel. Stunde noch, dann sind wir da. Leider ist es sehr kalt. Wir hoffen, dass jetzt da dieses schöne Wetterfenster auf uns zukommt. Dick angezogen, wie seit langem nicht mehr. Es sieht so aus, als ob es heute Abend Fisch geben soll. Unsere beiden Profi-Angler sind am Werk. Es geht zum Schnorcheln. Auch der Michael, hier mit dem neuen Gurt, habe ich zum Geburtstag gekriegt, mit Blei drinne. Also wenn ich nicht mehr hochkomme, ne, schneidet den Gurt einfach ab. Heute waren wir erfolgreich mit der Harpune unterwegs. Ich zweimal. Ja. Und jetzt werden wir mal da vorne an den Strand gehen und gucken, ob wir ein Feuerchen ankriegen. Das wäre eine geile Sache. Heute gibt es mit unseren harponierten Fischen Strandbarbecue. Feuer brennt. Leim liegt ganz allein hier drin. Oh, jetzt zieht sich die Pelle leider zusammen. Ja, weil wir sie nicht eingeritzt haben. Laufen ein in die Bucht von Aqua Verde. Das ist total ruhig hier. Kein Wind, keine Welle. Und die Annette bringt uns hier rein. Und die Lilith geht in unsere Lieblingsbugskiste und bringt die Salzwasserpumpe wieder in Ordnung. Okay. So, bist du schon mal drin. Du kannst auch den Tank da unten, den kannst du auch rausgeben, wenn du möchtest. Dann hat man ein bisschen mehr Beinfreiheit. Hier. Wo ist das, Maria? Ja, da kommt der schöne Reservetank zutage. Als alles Erstes schauen wir mal an unserem Sicherungskasten, ob vielleicht da was korrodiert ist.
Hast du denn das Gefühl, dass es locker wird? Ja. Ohne dass es abreißt. Und ich müssen wir WD-40 dran machen. Nee, also alles entspannt. Das Projekt Salzwasserpumpe haben wir gestoppt, das müssen wir später machen. Jetzt wird hier der neue Wasserhahn eingebaut. Da liegen schon zwei rum und rätseln, wie das denn rausgeht. Kannst du mal nicht machen? Den alten Wasserhahn haben wir schon mal ab. Ging aber nicht mehr abzuschrauben, sind alle Schrauben abgerissen. Aber ist ja egal. Möchtest du dir auch mal zeigen? Genau so sehen sie aus. Wird eingesetzt. Passt. Fast. Fast. Schade. So, es geht an die Endmontage. Was ihr da übrigens hört, ist der Wassermacher, der läuft. Alles ist angeschlossen. Die Lilith kontrolliert unten, ob jetzt Wasser rauskommt. Und der Glenn schaltet an. Also oben läuft Wasser. Ich muss euch sagen, Weihnachten sehr. Hier drinnen, ich halte nur die Kamera mal kurz rein. Nee, du hier kannst drinne, dann gucken. Ich möchte das nicht. Ich guck doch nicht. Ich halte nur die Kamera mal rein. Hier drinnen ist der Weihnachtsmann am Werk und macht den Kalender. Weihnachtskalender. Ab morgen ist nämlich der erste. Und da gibt es einen Weihnachtskalender. Kriegst du das auch hin? Aber bestimmt, wie jedes Jahr. Landgang in Aqua Verde. Zeit, alle haben sie sich schick gemacht. Zeigen alle ihren Rücken. Der städtische Brunnen ist hier. Da hinten ein Schwein. Hühner. Ich hätte noch keine Ziege gesehen, ne? Und dann machst du jetzt auch noch deine Hose. Du bist aber eine hässliche Ziege. Hier sind die Kleinen. Oh. Und so wohnen die Leute hier. Und jetzt gehen wir gleich ins Geschäft. Hier ist die Tienda von Aqua Verde. Also der Supermarkt sozusagen. Küste der Baja California. Sierra Gigante. Ah, das ist schon beeindruckend. Und da vorne fahren wir jetzt hin, nach San Telmo. Da soll es angeblich einen Riff mit Lobster geben. So habe ich mir
Mexiko immer vorgestellt. Kapitän, Trockenheit. Ja, das hier, das Flussbett, kommt von allen Seiten was rein. Das würde ich gerne mal erleben, wenn hier Wasser drin ist. Neues Haustier. Oder ein Anhalter. Das Ganze während hier intensivst irgendwie gearbeitet wird. Ich glaube, die Lilith, die macht das Gästebuch. Und der Glenn beschäftigt sich mit Vektorrechnung. Auf geht's zur Isla Coyote. Isla Coyote oder Coyote Island. Da ist sie, ein Felsen mit haufenweise Häusern drauf. Sie haben sich also diese Insel ausgesucht zum Wohnen, weil es auf den Nachbarinseln zu viele Moskitos gab. Und deswegen sind sie hier hergezogen und haben von hier Fische gefangen. Und natürlich gibt es da oben auch ein kleines Kirchlein. Und hier wohnen doch immer noch Leute. Man sieht das. Das ist Isla San Jose. Und man sieht auch die Bahia Amortajada. Das ist meine Crew. Und das ist Isla San Francisco. Und da hinten ist die Baja California. Und auf die deutsche Schokolade. Es ist der 1. Dezember. Unser erstes Säckchen wird aufgemacht. Wo ist denn das Säckchen? Oh, du siehst nicht begeistert. Hier. Oh. Das sind Nougat. Oh. Jan, du. Oh, Pralinen. Oh, Nougat-Pralinen. Mhm. Oh. Und vor allen Dingen, wir haben bald auch noch Nikolaus. Da muss der nicht in den Säcken sitzt. Muss ich meine Gummistiefel suchen. Den größten. Warum regnet's da? Und den machst du auch noch mit, ne? Was du es gut. Mmh, ist das lecker! Mmh. Bisschen weggeschwommen, ne? Mmh. Wie man es an der Kamera jetzt gesehen hat, aber schmeckt trotzdem richtig gut. Guckt euch das an hier. Alles voll mit Fischen. Komm her. Ah. Also Wasser reinmachen. Unser ganzes Dingi. Ja, mach doch mal hier Wasser rein. Die sind alle da eben gerade reingesprungen. Das ist ja leckere Fische. Die Sardinen. Was ist denn hier los? Die sind alle eben alle reingesprungen. Mit einem Dingi. Ja. Ich brauch Wasser. Bitte keine Wasser. 28. Plus der eine, den du schon drin hattest. Ah, 29. Okay. Das war ja ein schnelles Fischen. 29 Fische gefangen. Der Hammer. Yeah.
Tema Peru, Don Mola, Boa, Mole Peru.